Dieser Eisbär darf sich heute wie ein Star fühlen. Doch gekommen sind die Besucher für einen, der nicht mehr lebt. Knut, dieser Name steht für Medienrummel, Fans und klingelnde Kassen. Zu den Knut-Freunden der ersten Stunde gehört Thea Maria Buchmann-Dick. Knut, das ist ja auch eine Symbolfigur. Knut war ja auch etwas Besonderes für die Berliner. So besonders, dass der Hype um Knut weitergeht. Obwohl der Eisbär seit anderthalb Jahren tot ist und hier nur sein neues Denkmal eingeweiht wird. Und verstehen kann ich das gar nicht. Das liegt einfach daran, dass das Verhältnis der Menschen zur Natur völlig entfremdet ist. Und dass nicht mehr unterschieden wird zwischen einem Menschen, der stirbt, und einem Tier, was stirbt. Knuts Tod ist nicht Knuts Ende. Dass er nächstes Jahr im Namen des Klimaschutzes ausgestopft werden soll, stößt auf Ablehnung. Ich würde gerne jemanden finden, der mir erklären kann, wie wissenschaftlich es ist, ein Eisbärfell zu präparieren. Was bitte daran ist wissenschaftlich? Wissenschaft, das soll nicht das einzige Thema bei der Ausstellung um Knut im Naturkundemuseum sein. Das ist sozusagen auch neu für uns, dass wir uns mit einem Phänomen auseinandersetzen müssen, wo also sehr viele Emotionen hochkommen und wo wir dann also auch mal schauen wollen, wie das dazu kommt, dass ein Tier solche Emotionen im Menschen weckt. Weder das Bronzedenkmal noch die Präparation werden dem Herzschmerz von Knuts Fans gerecht. Ich werde ihn mir ganz gewiss nicht angucken. Ganz gewiss nicht. Viele andere bestimmt. Und damit die Geldmaschine Knut am Leben halten.